So, Kinas, dann startet die Woche einfach mal heute schon am Sonntag. So, das ist der Reezy, der Rizzo. Zeigen wir hier das Hühnerfrikassee mit frischen Shams und noch einen guten Salat gab es hier. Gute. Gute. So, hier beginnt die Deutsche Weinstraße. Das ist das Deutsche Weintor und hier sehen wir schon ein paar Mandelbäume stehen, weil die Deutsche Weinstraße ist nämlich bekannt für die Mandelbäume und die blühen bekanntlich, wenn der Frühling anfängt. Und ihr seht hier, sind die sogar schon verblüht. Da drüben blüht noch einer. Und wir fahren jetzt mit euch ein bisschen, hier seht ihr schön die Mandelblüten, wir fahren jetzt mit euch die Weinstraße entlang, so wie das die ganzen Hessen und Badenser machen, die dann sonntags hier an die Weinstraße kommen mit ihren Cabriolets und die Weinstraße hoch und runter fahren und dann bei den Weingütern schön einkehren. So richtig Touri-mäßig. So, wir befinden uns jetzt in Herxheim am Berg, nennt sich das Dorf hier. Ja, komplett alle Dörfer, die an der Weinstraße liegen, da gibt es natürlich ganz viele Weingüter mit Straußenwirtschaften. Das heißt, die haben nur zum Wochenende oder am Weinfest hin geöffnet. Hier befindet sich die Alex Wein Lounge, das ist auch ganz bekannt bei und beliebt bei den Jugendlichen und den Pfälzer Trendsettern, Oder nenne ich es jetzt mal. Leute, die was auf sich haben. Ja, genau, die sind dann hier und auf dem sogenannten Millionenbuckel, also beim Holz-Weißbrot in Weißenheim am Berg, da findet man dann das Klientel und ja, die Mandelbäume sind aber tatsächlich schon etwas verblüht. Nichtsdestotrotz, also die Deutsche Weinstraße geht bis Schweigen, also das Tor, da steht dann wieder das Tor, wo die Weinstraße endet. Und Dommers Geschichtsstunde besagt, dass die Deutsche Weinstraße ein Marketing-Gag, Das heißt Marketing-Gag, das also war Moment, hier ist nochmal Mandelbäumchen. um den Inlandstourismus innerhalb von Deutschland anzukurbeln, hatte damals, Adolf Hitler. also das NS-Regime, die dunkle Zeit, ja, diese Weinstraße quasi Also auserkoren. hier seht ihr die ganzen Mandelbäume. Aber die sind leider echt schon verblüht. Ne? Letztens sind wir noch hier vorbeigefahren, da haben sie noch angefangen gerade zu blühen. Also hier, man sieht es, ganz viele Das ist auch Mandelbäumchen. Kaltstadt hier. Kaltstadt, da kommt auch die Genau. Familie von Herrn Donald Trump her. Ja, Donald Trump. In Speyer gibt es noch, Kaltstadt. Kaltstädte. nee, in Speyer gibt es immer im Archiv noch Dokumente, wo die Familie Trump oder Trump heutzutage, die Trump, wo es ja noch offizielle Dokumente gibt, dass die Familie hier aus Kaltstadt eigentlich stammt. Genau, also Donald Trumps Familie stammt aus Kaltstadt, also eigentlich heißt er nicht Trump, sondern Trump. Und ja, auf jeden Fall in Kaltstadt ist auch das erste Weinfest, beginnt immer Anfang Mai, also Ende April, Anfang Mai, 2 Wochenenden geht die Kaltstadter Kerwe und das ist das erste Weinfest des Jahres quasi. Und das letzte Weinfest des Jahres ist in Bockenheim, wo wir waren, wo die Weinstraße anfängt, und zwar ist das, wenn mich nicht alles täuscht, Ende September, Anfang Oktober. Das ist dann das letzte Weinfest. So, Richtung Bad Dürkheim, das nächste Dorf, Stadt, wie nennt man das? Kurort heißt Bad Dürkheim, an der Weinstraße natürlich. Hier steht das größte Weinfass von Europa oder der Welt, kann man Der sagen, Welt. der Welt. Ja, also da in diesem Weinfass befindet sich ein Restaurant und das ist auch der ganz bekannte Wurstmarktplatz. Wurstmarkt ist das größte Weinfest der Welt oder Europas. Ich glaube, es gibt kein größeres Also Weinfest. ich denke auch der Welt. Genau. Das sind Salinas. die Salinen. Ja, es ist halt ein Kurort, ne? Also die Salinen, da geht man spazieren, weil es gut für die Atemwege ist. Und direkt an den Salinen befindet sich auch der Wurstmarktparkplatz, der Was auch, ab? genau, was Auto, das Ja, stimmt. Also das ist, die ne? Also ihr seht hier die ganzen Autos und das sind alles Fremde, ne? Das sind alles hier HUD, die hier Kaiserslautern dort hinten, die jetzt hier an der Weinstraße ihren Spaziergang machen. Hier ist nur noch die Hardenburg, oder nicht? Die Hardeburg, frisch gepflanzt und da hinten halt die Aber Salinen. auf den Fassparkplatz kann man einfach so drauf fahren, ne? Ja. Ich habe mir sagen lassen, ja genau, ihr habt, wenn ihr unsere Vlogs verfolgt habt, ich war ja hier Hotels angucken für unsere Business Opportunity Veranstaltung, die ab Ende April starten wird. Und da hat uns die Frau im Merkur Hotel erzählt, dass ab April die Stadt
quasi Geld für den Parkplatz nehmen will, ich glaube pro Tag 3 Euro, das geht ja noch da hinten, aber ich glaube, man sieht es in der Kamera nicht, ist die. Ja, auf jeden Fall ist hier die hier die Spielbank, bekanntes Kurhaus, in dem Hotel, wo die Spielbank ist, wird auch unsere Spiel stattfinden, Kurparkhotel. Und hier im Kurpark hat auch der Harald Klöckner ein Café. Also wenn ihr unsere Vlogs verfolgt habt, da waren wir auch drin, das Klöckner Café. Es ist halt eine schöne Parkanlage, da kann man halt schön spazieren. Und hier an den Salinen, wie gesagt, ist der Parkplatz für den Wurstmarkt, der auch natürlich von Jahr zu Jahr teurer wird dieses Jahr. Für den Parkplatz am Wurstmarkt. War das ein Zehner? Genau. Und auf dem Platz von den Salinen ist Flohmarkt. Einmal im Monat immer. Also ich weiß nicht, ob im Winter jetzt, glaube ich nicht, aber da war ich auch schon. Genau, und das einige... Das war eine richtig smarte Idee, Sonntags hier reinzufahren. Ne? Wenn dann schon original, dann muss man das spüren. Go muss man spüren. Ja, dieses Mannheim, Berlin. Ja, da ist es. Ich super Glück gehabt, weil bis dato konnten alle Gäste kostenlos bei denen vorm Hotel parken. Aber die Dame hat gesagt, sie haben, glaube ich, auch eine hoteleigene Tiefgarage. Aber die kostet natürlich. Was möchtest du jetzt? Harrison sieht hier schon mal. Nee, muss man nicht. Hier ist der Wurstmarkt-Parkplatz. Ja. Wahnsinn, was hier los ist. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute hier machen, um ehrlich zu sein. Naja, die schenken sich nur ein Viertel Boy ein, Chardonnay oder ein Gewürztraminer, weil der so lecker süß ist. Und dann essen sie noch ihr Petit irgendwas. Da hinten sieht man das Riesenfass. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Falls ihr es nicht seht, ist es nicht schlimm. Letzte Woche quasi, weil jetzt am Mittwoch, also die Aufnahme kommt ja nächsten Sonntag raus. Also am Mittwoch gab es einen Vlog über den Wurstmarkt, wenn ihr das seht. Und da könnt ihr euch das angucken. Da haben wir das Fass auf jeden Fall drauf. Und da habt ihr diesen Platz hier auch nochmal drauf, wenn da quasi Jahrmarkt drauf ist. Und wir fahren jetzt aber gleich an einem Schild vorbei, auf dem steht auch, wie viele Tage es noch dauert, bis wieder Wurstmarkt ist. Juhu! Was kostet der Riesen? Der Hand. Und ich möchte aber auf das Schild hinweisen, das jetzt hier steht, Countdown bis zum Wurstmarkt. 174 Tage, 3 Stunden, 58 Minuten und 0 Sekunden. Yeah! Ja, so, wir sind jetzt bei die Jessner. Bei die Jessner Arena und der D'Angelo kommt jetzt gleich runter. Oh, hier ist ein Schild. Hundescheißen verboten. Man hat gesehen. Hier gab es mal so einen Kiosk. Der hat aber schon zu. Das war auch lustig. Das waren die beiden Sachen, ne? Ja, hier sind die beiden Sachen. Und da kommt der D'Angelo. Okay. What geht? Nix Puma heute. Nee, Mr. D'Angelo. Angelo, das die Tüte, das ist eure die Sachen und das, die Kiste ist eure Ostergeschenke. Ach so, okay. Alles klar, danke. Film dich für YouTube. Ja, warte, ich mach auf. So, Bestellungen sind da. Jetzt kann das ausgepackt werden. Fleißiges Helferlein hier am Start. So, alles ist da. Ihr seht schon, Zahncreme ist immer das absolute Highlight. Also 100%, wer die probiert hat, will die wieder. Das First Spray auch wirklich ein Hit gewesen, genau wie die Awakening Eye Cream, Honig natürlich, Shampoo und Spülung, also krass. Ja, und dann hier noch natürlich unsere 4-Tages-Wellness-Tour. Also ja, jetzt dürfte eigentlich alles da sein. Das Wetter hält, seht ihr mich noch im Garten. That's the plan. Und was hast du durch ihn gesagt? Und die Haare. Ja, die Milka. Nehmen wir noch die Milka. Die Milka. So, es geht los. Ja, schnell die GoPro oben drauf. So. Let's go. Thank you.
So, das Grobe ist gemacht. Hier überall noch die Kanten. Da vorne habe ich schon angefangen mit den Kanten. Das gehört noch weggeschnitten. Geschnitten hier auf der Seite. Ansonsten endlich wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Hier auf dem Dachboden wird nach Osterdeko gestöbert. Der war vom Ikea. The Bunny! Den hatte ich. Good morning, Kids. Ich hoffe, das Mysterium mit dem Akku klärt sich heute, weil ich habe gestern beim Rasentrimmer den Akku verlegt. Ich weiß nicht, wo der Akku ist. Ich schäme mich richtig. Ich reg mich richtig auf. Ich auch. Ja, die Jenny ist da hinten noch an ihrer Morgenroutine. Trinkt ihren Shake, jawohl, unverwandelt. Shake ist drin. Ich bin jetzt mal gespannt, wo er ist. Vielleicht gehe ich nochmal in den Keller. Ich wüsste zum vierten, fünften Mal in den Keller. Ich habe gestern auch nochmal dreimal in die Mülltonne geschaut, dass ich ihn eventuell da reingeschmissen habe. Ich weiß es nicht. Wie kann man eine. Also der Akku ist nicht klein, ne? Der ist riesengroß. Wie man einen Akku verlieren kann. Vielleicht steckt er noch im Gerät. Nein, da war ich doch schon auch schon dreimal. Ich weiß es nicht. So, hab's jetzt auch endlich zum Friseur geschafft. War eben noch mit Jennys Tante hier in Ludwigshafen unterwegs. Jetzt schnell rüber zum Alim. Vorschneide, fertig. Aber diese Tolle hier oben, die muss runter. So, ich habe es ja gestern im Livestream gesagt, dass ich während der Gartenarbeit oder im Anschluss den Akku verloren hatte. Ich habe gestern Abend, heute früh, ich hatte keine Ruhe im Arsch, habe gesucht und gesucht. Eben bringe ich den Müll runter und bin dann nochmal mit der Tante durch, mach die Garagentür auf, bin da nochmal Schritt für Schritt alles durchgegangen. Da ist er. Also manchmal denke ich, ich werde senil an. Also, aber ich habe den Akku wieder. Frau! Wo war er? In der Garage, neben dem langen Kabel. Nein. Also auf dem Boden, hinter so einem Stück Teppich versteckt. Nein. Ja, Frank, ist kein Glück. Ach, die China. Einen Abend in der Hundeschule. Also es hieß, ich soll jetzt hier nur die Hände. Das ist meine heißgeliebte. Muss ich jetzt hier oben wieder Werbung einblenden oder was? Nein, meine eigentlich ist es ja unbezahlte Werbung. Heißgeliebte. Wow. Oh. Biozellulose. Die waren über ein Jahr nicht verfügbar. Noch länger, oder? Ja. Oh Gott, ich freue mich so drauf. Die waren echt, oh Gott. Also, guck mal, wie die sich schon anfühlen. So kühl, so. Boah, also, geil. Ungelogen. Es gibt Gesichtsmasken, es gibt Gesichtsmasken. Ne? Und das ist einfach die brutalste Gesichtsmaske. Ja. Und natürlich ist ein Teil schon verkauft. Ich habe direkt 10 Stück bestellt. Aber die sind auch schon direkt wieder einiges weg. Ja. Brandishes. Was sagst du? Nur Maskis oder was? Nur Maske. Okay. Ich bin so scharf auf die Masken. So, vorneweg gab es eine Tomatensuppe, jetzt gibt es hier Eiersoße mit Christian mit Kartoffeln. Ich glaube, da hatten wir uns irgendwie selber veräppelt, weil wir hatten ja so einen kleinen Handstaubsauger geholt und dann war die Jenny
keine Ahnung, wer hat nachgeschaut, war auch dieser Stiel-Staubsauger, dieser akkubetriebene, große, im Werbeblättchen. Ja. Aber irgendwie, das war letzte Woche, war er nicht drin. Dann war es wahrscheinlich die Werbung für diese Woche. Wie dem auch sei, ich war eishol und bin dann noch über die Werbefläche gelaufen, hab den hier direkt gesehen. Und hab die Jenny gecallt, ey, wie sieht's aus? Ey, kannst echt nichts verkehrt machen, ne? Ja, auch alles unbezahlte Werbung, alles selber geblecht und bezahlt. Hier für 60 Schleifen gab es den, aber ich weiß auch gar nicht, ich wollte ihn im Badezimmer aufhängen, aber da reicht der Platz nicht. Mal gucken, wo ich hier einen Platz finde auf die Schnelle. Weil ja hier im Bad hängt ja jetzt der College und da wäre eigentlich gar kein Platz, runter zu es. Ja, aber woher jetzt den Platz nehmen? Schau mal, der ist mega handlich. Bla bla bla, dies, das. Was soll man sagen? Für das Geld kann ich nichts meinen. Ja, dann suchen wir mal hier, ob eine Leitung dahinter ist. Weil hier wollen wir den Staubsauger hinhängen, weil da ist Steckdose. Das sieht gut aus, ne? Dann gucken wir als nächstes, was ist dahinter los? Dann gucken wir als nächstes, ob alles dann auch in der Waage ist, ne? Tja, dann nehmen wir uns hier einen 6er Beton, Steinbohrer, jawohl. Hier habe ich die Markierung gesetzt, da muss ich rein. Da ist er aufgestellt, let's go. Staubsauger dran für die Staubentwicklung, ne? Und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann kann ich den Bad Boy hier so reinhängen. Bitte schön, danke schön, kommen Sie wieder. Ja, gut, ist es schon. Direkt am Laden. Was soll ich sagen? Es tut mir ja leid. Wir haben keinen richtigen Abschluss gefunden für das Video. Das tue ich dann jetzt hier. Ja, falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, die Glocke aktivieren, teilt das Ganze, kommentieren und, und. Ja, das war unsere letzte Woche, wie ich hier gerade auf dem Tacho sehe, Uhrzeit. Haben auch schon Montag, den 25. das Ganze wird jetzt hier noch gerendert und hochgeladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne die nächste Woche ein zum nächsten Weekly Vlog. Oder wenn ich hier mein Zeug von Twitch hochlade oder natürlich die Podcasts die nächste Woche. Ja, bleibt mir gesund, bleibt stabil. Bis dahin, ciao.